Entschuldigung, könnten Sie mir weiterhelfen? Ich suche einen kompetenten Fachmann in Sachen Finanzen und Versicherungen. Dann gehen Sie doch zur Sparkasse. Entschuldigung, können Sie mir weiterhelfen? Ich suche einen kompetenten Fachmann in Sachen Finanzen und Versicherung. Das Tor steht offen, von Tönen umgeben, von Stimmen durchzogen. Wie erwacht aus 100-jährigem Schlaf. Ein Schloss, welches da lag wie verzaubert, zur Stille angehalten. Mit Bildern an den Wänden wachgeküsst, mit Leben gefüllt. Mit diesen Worten wurde am 20. März das Sigmund-Strecker-Museum eröffnet. Sein Sohn Bernhard Strecker erbaute seinem bereits 1969 verstorbenen Vater das Museum, in dem neben ca. 50 Arbeiten des Künstlers auch die besondere Architektur des Gebäudes zu begutachten ist. Zahlreiche Gratulanten wohnten der Eröffnung bei. Als Ortsbürgermeister betrachte ich das neue Museum mit seinen Werken samt seinem Standort als Gesamtkunstwerk. Es ist völlig selbstverständlich, dass ich als Haller Vertreterin und Bürgermeisterin hier heute gerne bei Ihnen bin und Ihnen ganz herzlich zu diesem wirklich umwerfenden und beachtenswerten Projekt zu gratulieren. Mit der Einweihung dieser Gedenkstätte setzen Sie einen weiteren Aussichtsturm in unser Heimatland, in die malerische und romantische Landschaft des Teutoburger Waldes, der Ihr Vater in so lebendiger und eigener Weise Ausdruck verliehen hat. Die Bilder sollten ja Nahrung sein aus der wörtlichen Definition von Sigmund Strecker und die Kräfte, die in den Bildern stecken, dafür brauchen sie Zeit, das macht man nicht mal so en passant. Das ist ein Dialog. Bilder schauen dich an. Bilder sind im Dialog mit dir. In einem guten Bilde, wie ich es träume, gibt es Einheit. Die Zeichnung und die Farbe sind nicht mehr zu trennen. Im selben Grade, wie man malt, zeichnet man. Je harmonischer die Farbe wird, desto bestimmter wird die Zeichnung. Das weiß ich aus Erfahrung. Wenn die Farbe den höchsten Reichtum zeigt, zeigt die Form die größte Fülle. Der Kontrast und die Beziehung der Farbtöne, das ist das Geheimnis der Zeichnung und der Modellierung. Alles Übrige ist Poesie. Samstag, dem 8. Mai, fand das erste Meller Entenrennen statt. Das vom Lions Club Melle Grönegau ausgerichtete und von Berthold Wessler moderierte Event diente einem guten Zweck. Für 5 Euro konnten sich Meller Bürger eine Rennente sichern, die dann für sie an den Start ging.
Jede Ente trug dabei eine Losnummer. Insgesamt nahmen 4042 Enten teil. Dem Sieger winkte ein Reisegutschein im Wert von 2000 Euro. Klar, dass da jeder seine Ente vorne sehen wollte. Doch nur die ersten 101 Enten wurden auch prämiert. Nach der offiziellen Begrüßung durch Landrätin Ulrike Horstmann fiel der Startschuss für das Rennen an der Elsebrücke an der Westumgehung. Doch allein der Beifall der zahlreichen Zuschauer reichte nicht aus, um die Enten auf Renntempo zu bekommen. So sorgten viele Helfer für den richtigen Rückenwind. Entlang der Elsepromenade lieferten sich die Enten dann ein spannendes Rennen. Dem ein oder anderen Zuschauer gelang es, seine Ente zu entdecken. Für das leibliche Wohl sorgte die Landjugend Neunkirchen, die an diesem Wochenende ganz schön ins Schwitzen geriet, um dem Besucherandrang gerecht zu werden. Das Rennen endete unter Aufsicht des Notars Thomas Kräft an der Fußgängerbrücke am ZOB. Ist die Nummer 3, 2, 4, 9. So, jetzt geht's weiter mit der Entscheidung. Das erste Meller-Entenrennen ist natürlich phänomenal gelaufen. Wir haben die Sieger ermittelt. Es hat völlig meine Erwartungen übertroffen. Ich bin ganz stolz, dass wir das hier in Melle durchziehen konnten. Wir haben uns als Lions hier vor 9 Jahren zusammengefunden und gehören nun einem Service-Team an, was weltweit operiert. Und wir Meller Lions haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir auch die Meller Bevölkerung unterstützen. Und da speziell die Jugendlichen in Melle, die eigentlich sozial schwach unterstützt werden und können denn durch Maßnahmen von uns praktisch aufgefangen werden. So sind wir schon Sponsoren geworden bei Meller Stahlwerk und haben nun dieses Entenrennen auf unsere Fahnen geschrieben und unterstützen damit das Diakonische Werk und haben praktisch damit die Familienpatenschaften ins Leben gerufen, die jetzt auch für sozial schwache Familien zur Verfügung stehen und Familien, die in Not geraten, auch fachkundig unterstützt werden. Von Meller für Meller. Und das war uns ein wichtiges Anliegen in diesem Fall. Ja, jetzt stehen die Siegerenten hier vor uns, die 100, die gewonnen haben, die Glücklichen, die schnellsten waren. Herzlichen Glückwunsch, können wir nur sagen. War eine gute Sache für einen guten Zweck. Das Schönste des heutigen Tages? Für dich? So, dass alle angekommen sind. Dass alle angekommen sind, dass die Sonne geschienen hat und dass mit unseren Spendengeldern, die wir erwirtschaftet haben, für andere auch hoffentlich die Sonne scheinen kann. Eine gelungene Veranstaltung des Lions Club endete erfolgreich und ruft förmlich nach einer Wiederholung. Na dann, Ente gut, alles gut. Semper Melle begrüßen hier. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind.
Mein Name ist Inka Schneider. Ich darf heute die Premiere von Menschschmelle 2011 moderieren, was mich sehr freut. Mit Menschschmelle werden ja die Menschen geehrt, die normalerweise eben nicht aufs rote Sofa kommen, aber es verdient hätten, so einen Platz einzunehmen, weil sie sich einfach unglaublich engagieren, weil sie helfen, weil sie etwas Besonderes leisten und das meistens ganz bescheiden und im Verborgenen. Guten Abend, liebe Kandidatinnen und liebe Kandidaten, die sich jetzt wahrscheinlich ganz gespannt darauf warten, was hier nachher zutage kommt. Und damit ist das Geheimnis gelüftet, nämlich, meine Damen und Herren, unsere Siegerin, Anita Brun. Ganz, ganz herzlichen Dank für alle, auch die mitgemacht haben und die mich gewählt haben natürlich. Dankeschön. Danke. Wir haben einen Sieger. Er hat etwas Großes geschafft. Er hat einen Turm restaurieren, wiederherstellen, überleben lassen. Den Turm, der im Volksmund heute heißt Hermannshöhe. Der Sieger ist Hermann Kücker. Ich danke mich sehr herzlich an allen vorgeschlagen haben, die mich gewählt haben. Dankeschön.
Am 10. April 2011 war es wieder soweit. Die Aktiva Gewerbeschau in Wellingholzhausen öffnete ihre Pforten. Tausende Besucher strömten bei herrlichstem Sonnenschein nach Welling und ließen sich dieses Ereignis nicht entgehen. Begonnen wurde die Aktiva mit dem Auftritt der Jungbläser Wellingholzhausen. Anschließend begrüßte der stellvertretende Ortsbürgermeister Bernd Giesholt die Besucher. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen in Wellingholzhausen zur Aktiva 2011. Ich denke, das wird ein schöner Tag und mir bleibt eigentlich nur zu sagen, viel Freude an diesem schönen Nachmittag in Wellingholzhausen. Nach der Eröffnung traten im Fachwerk 1775 Zweitklässler mit plattdeutschen Liedern auf. Unter dem Motto, in der dritten Klasse lernen wir Englisch, in der zweiten Klasse Plattdeutsch. Natürlich ließen sich die Kinder die Chance nicht nehmen, Wanda Dachs die Hand zu schütteln, bzw. die Pfote. Auch auf der Hüpfburg herrschte reges Treiben, wo die Kinder auch voll auf ihre Kosten kamen. Für das leibliche Wohl war dank der Feuerwehr bestens gesorgt. Zahlreiche Firmen stellten dem interessierten Publikum ihre Produkte und Dienstleistungen vor. So erhielt der Besucher schnell einen Überblick über das Leistungsspektrum der Wellingholzhausener Wirtschaft. Ob Sanitär-, Fuhr- oder Handwerksbetrieb, Welling hat einiges zu bieten. Auch die Feuerwehr präsentierte sich und die Jugendabteilung sorgte mit Wasserspielen für die Erheiterung bei den Kindern. Abgerundet wurde die Aktiva mit einem bunten Bühnenprogramm, wo die örtlichen Tanzgruppen ihr Talent unter Beweis stellten. Viel Engagement und Spaß bei den Aufführungen hatte der Wellingholzhausener Nachwuchs. Die stolzen Eltern verfolgten begeistert das Bühnenprogramm ihrer Kleinen. Für Groß und Klein ein Riesengaudi. Zum Schluss präsentierte das Modehaus Stock die neue Sommerkollektion 2011 dem interessierten Publikum. Dank der Firma Bredenstein konnten wir das wunderschöne Welling von oben filmen. Die Aktiva 2011, ein deutlicher Beweis, wie vielfältig die Wirtschaft in Wellingholzhausen aufgestellt ist. Thank you.
Mein Name ist Hermann Bünger. Ich bin im AMC Heul Automobil- und Motorradclub zuständig für die Sparte Motorrad. Und wir veranstalten hier jeweils am 1. Mai alle zwei Jahre ein sogenanntes Maikäfertreffen für klassische Motorräder aus den Jahren 1950 bis 1980. Das Treffen findet zum vierten Mal statt und die Teilnehmerzahl bewegt sich zwischen 100 bis 200. Also hier kann man die Motorräder nicht wie in einem Museum nur im Stand sehen, sondern man kann sie auch mit ihren Fahrern erleben, hören und dabei sein. Eine große deutsche Oldtimer-Zeitung hat über diese Veranstaltung geschrieben: wohltuend gemütlich. Meine Damen und Herren, Ihre Polizei meldet sich heute von der Schäferwiese am Weberhaus in Melle. 2011 ist das erste Jahr, wo die Caritas und die Polizeiinspektion Osnabrück ein Event für die Meller Jugend organisiert hat. Ziel dieser ganzen Aktion ist es, dem übermäßigen Alkoholgenuss und den damit verbundenen Schwierigkeiten ein wenig die Spitze zu nehmen. An dieser etwas größeren Schau beteiligen sich viele Organisationen. Neben der Polizei sind logischerweise die Rettungsdienste, hier besonders das DRK, wie auch der Ausrichter, die Landjugend Oldendorf, als auch die Stadt Melle mit im Boot. Bisher haben sich ca. 1200 Personen hier versammelt und feiern friedlich, aber auf den Anmarschwegen ist ein weiterer erheblicher Zulauf feststellbar. Wir als Polizei rechnen mit ca. 2.000 bis 2.500 Festteilnehmern, die hoffentlich einen wunderschönen Tag bei strahlendem Sonnenschein verleben werden. Wir sind hier auf dem Veranstaltungsgelände am Weberhaus, wo seit mittlerweile 5 Jahren die 1. Mai-Party stattfindet. Die Party ist hier von 11 bis ca. 17 Uhr. Und als Highlight dieses Jahr haben wir 7 Bands, die aus dem Osnabrücker Raum hier auftreten. Das sind alles Newcomer-Bands, denen wir hier die Chance bieten, sich zu präsentieren. Und wir erwarten so circa 2000 Leute. Von Melle City. Und wie viel habt ihr eingekauft? 1. Mai! Richtig, richtig viel! Ja, wir sind die beide einzige Afterschule aus Argentinien hier. 1. Mai. Und wir feiern die beiden Deutschen. Ja, genau. Alles klar, Leute. Ihr wisst, Weberhaus ist best, ne?
immer wieder hier hinkommen, hier geht die Party ab und alles. Und Peace, Leute, immer sauber bleiben, Mann. Alles klar, haut rein. Des Polizeikommissariats Melle. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, uns den Bürgern näher zu bringen und ihre Polizei darzustellen. Das Kommissariat in Melle ist Teil der Polizeidirektion Osnabrück. In dieser Polizeidirektion arbeiten fast 2.500 Beschäftigte. Hier in Melle beschäftigen wir ca. 80 Bedienstete. Das sind nicht nur Polizeivollzugsbeamte, sondern auch unsere guten Geister, unsere Angestellten, sowie unsere Kraftfahrer, Hausmeister und Hofarbeiter. Alles, was eben dazugehört, ein Kommissariat am Leben zu erhalten. Die zentrale Anlaufstelle für den Bürger in Melle ist die Polizeiwache an der Plettenberger Straße. Du, wir sehen uns gleich, ne? Guten Tag, mein Name ist Michael Perschke, ich bin Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Melle. Einsatz- und Streifendienst bedeutet, der Bürger kann mit seinen Anliegen hier vorbeikommen, er kann persönlich kommen, er kann was schriftlich einreichen, er kann telefonisch hier sein Anliegen vorbringen und wir versuchen dann, soweit es in unseren Möglichkeiten ist, dem Bürger auch dann zu helfen. Wir haben grundsätzlich 2 bis 3 Streifen hier, wie man so schön sagt, im Polizeideutsch laufen. Und diese 2 Streifen sorgen dann auch für die entsprechende Sicherheit hier im Bereich. Unsere Arbeit sieht so aus, wir kümmern uns um Gefahrenabwehr, Verkehrsunfälle und auch Straftatenermittlungen. Meine Funktion ist auch noch dafür da, Einsätze zu koordinieren, Schichtpläne zu koordinieren, zusammen natürlich mit den Kollegen, weil einer alleine schafft das nicht. Mein Name ist Wolfgang Blutgut. Meine Aufgaben sind, die reinkommenden Vorgänge zu lesen, zu bewerten, zu sichten und zu verteilen an die zuständigen Sachbearbeiter und auch darüber zu achten, dass die korrekt bearbeitet werden und dass die ordnungsgemäß an die Staatsanwaltschaft, Amtsgericht oder an andere Dienststellen abgegeben werden, damit keine Fehler passieren und wir vernünftige Arbeit leisten. Im letzten Jahr haben wir 3.116 Straftaten in Melle gehabt im ganzen Dienstbereich, die wir hier bearbeitet haben. Das sind im Vergleich zum Jahre 2009 13,4% weniger. Da hatten wir nämlich 3.600. Und wir konnten im letzten Jahr die Aufklärungsquote unserer Straftaten, die hier angezeigt worden sind, auf fast 60% hochschrauben. Wir haben also fast 60% der hier angezeigten Vorfälle aufgeklärt. Mein Name ist Walter Zein. Ich bin beim Polizeikommissariat im Bereich des Betruges tätig. Der Betrug umfasst hier mehrere Bereiche, unter anderem aber auch Bereiche, die mit der Internetkriminalität zu tun haben. Meine Vorgänge werden vielfach durch die angezeigten Vorfälle über die Wache von meinem Bereichsleiter mir zugegeben. Es kommen auch vielfach Vorgänge aus auswärtigen Bereichen von anderen Dienststellen, die dann ersuchen, dass hier dementsprechende Vernehmungen, Ermittlungen getätigt werden. Mein Name ist Bernd Iman, ich bin vom Beruf Polizeibeamter hier im Polizeikommissariat Melle. Ich versehe meinen Dienst im Einsatz- und Streifendienst. Das ist unser Einsatzmittel, der Funkstreifenwagen, und den werden wir euch jetzt mal näher erläutern. Zum einen ist hier unser Funkgerät mit dem abnehmbaren Bedienteil. Ihr seht hier einige Zahlen drauf. Durch Drücken dieser Zahlen kann unsere Einsatzleitstelle in Osnabrück erkennen, in welchem Status sich der Funkwagen befindet. Zum Weiteren haben wir hier vorne, wie ihr seht, im Display unsere Bedienelemente für das Funkgerät, für das Martinshorn, für diverse Anzeigen, die oben in Leuchtschrift dann aufleuchten. Ja, jeder Funkstreifenwagen ist mit einer Grundausstattung ausgerüstet, die ich euch mal näher erläutern möchte. Im Funkstreifenwagen haben wir grundsätzlich 5 Hütchen, Lübecker Hütchen, zum Absichern von Gefahrenstellen bzw. auch bei Unfällen. Dann haben wir des Weiteren eine sogenannte Ralle. Damit können wir zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall
Bremsspuren oder sonstiges auf einer längeren Strecke vermessen. Zusätzlich hat jeder Funkstreifenwagen zwei NIS, sogenannte NIS-Leuchten, auch zum Absichern von Gefahrenstellen bzw. auch bei Unfällen bei Nacht. Die sind ziemlich hell, leuchten ziemlich gut. Des Weiteren haben wir ein Aufbruchwerkzeug. Damit können wir verletzte Personen aus dem Auto befreien, die eingeklemmt sind, wie auch immer, um schnell die rauszuholen. Wie gesagt, Feuerlöscher, Besen, Abschleppseil, sonstiges Zubehör. Das ist so die Grundausstattung, die man so dabei hat. Melle ist eine Stadt im Landkreis Osnabrück im Bundesland Niedersachsen. In 7 Stadtteilen und Melle-Mitte leben fast 50.000 Menschen. Mit etwa 250 Quadratkilometern ist die Stadt Melle flächenmäßig die drittgrößte in Niedersachsen. Der Grönegau, so heißt das Gebiet zwischen dem Wiehengebirge und dem Teutoburger Wald. Durch Melle führt eine der wichtigsten Eisenbahnlinien, die Osteuropa mit den Niederlanden verbindet. Auch führt die Autobahn A30 längs durch Melle. 5 Abfahrten erschließen dadurch die Stadt. Sportanlagen in allen Stadtteilen, Freibäder und besonders das große Wellenbad in Melle-Mitte laden den Sportler und den Freizeitmenschen ein, etwas für seine Gesundheit zu tun. Möchte man in die Geschichte abtauchen, so lassen eine große Anzahl von Burgen und Schlössern die Baukunst der verflossenen Jahrhunderte weiterleben. In Melle kommen die Erholungsflächen nicht zu kurz. Ausgedehnte Waldgebiete laden zum Wandern ein. Besonderheiten der Natur sind an vielen Orten zu bewundern. Viele Aussichtspunkte und Aussichtstürme lassen den Wanderer, aber auch den Erholungssuchenden einen Blick über Melle genießen. Über 500 Kilometer Wanderwege lässt sich der Grönegau entdecken, ob entlang der Friedenshöhe oder direkt in der Stadt. Melle ist ein Ort mit herrlicher Natur, vielen Sehenswürdigkeiten und netten Menschen. An den Wanderwegen liegen natürlich viele, viele Sehenswürdigkeiten. Wir haben hier die Bifurkation, die Aufteilung der Hase in die Hase, die Richtung Ems geht, und in die Else, die Richtung Weser geht. Hier also eine Naturseltenheit, die es zumindest in Europa wahrscheinlich nicht wieder gibt. Die Dinosaurierfährten am Stadtrand von Melle sind ein Naturdenkmal in einem stillgelegten Steinbruch. An den wie eine Mauer aufgestellten Schichtplatten des etwa 150 Millionen Jahre alten Gesteins befinden sich Dinosaurierfährten aus dem späten Oberjura. Die Diedrichsburg liegt auf einer Bergkuppe mitten im Meller Wald. In ihr befindet sich eine Gaststätte, den Turm kann man besteigen. Im ca. 200 Hektar großen eingezäunten Wildschweinpark kann man sich frei zwischen Wildschweinhorden bewegen. Der Grönebergpark am Rande der Meller Innenstadt ist ein einzigartiger Park mit Teichen und Freizeitanlagen. Mehrere alte Fachwerkhäuser aus der Region wurden hier wieder aufgebaut, und bei Spaziergängen kann man Tiere im Wasser und an Land beobachten. Mitten in der Stadt Melle befindet sich der Kurpark am Forum. Saubere Spazierwege, ein Abenteuerspielplatz und ein Lehrpfad stehen den Besuchern frei zur Verfügung.
Das Elseufer lädt zum Verweilen ein. Ja, hallo, ich möchte euch hier begrüßen bei der Expo Sternwarte in Melle. Angesichts der Expo 2000 wurde die Anlage hier errichtet und ist definitiv der beste Beobachtungsstandpunkt in der Bundesrepublik. Das setzt sich aus einer Kette zusammen, und zwar einmal der Standort vor Ort, die Thermodynamik des Gebäudes und das sehr große Fernrohr. Und das alles führt zu einem hervorragenden Seherlebnis. Ist eine Walholländer Windmühle im Jahre 1870 gebaut worden. Wir haben als Verein diese Mühle restauriert, um sie wieder als lebendes Denkmal zeigen zu können. Wir haben in den Monaten April bis September jeden vierten Sonntag im Monat Mal- und Backtage mit Darstellung alter Handwerkskunst. Das Grönegau-Museum in Melle, das spiegelt die Alltagswelt und das Leben der Menschen vor 100 und 200 Jahren hier im Grönegau wieder. Wir sind besonders bekannt für eine große Sammlung an Trachtenhauben. Ja. Daneben haben wir auch umfangreiche handwerkliche Ausstellungsstücke, also eine eigene Holzschuhwerkstatt, eine Schmiede und natürlich alles Material zur Herstellung von Leinen, zur Verarbeitung von Flachs, was in dieser Region hier sehr verbreitet war und eigentlich die wichtigste Einnahmequelle darstellte für die Menschen vor 100 Jahren. Ja, das Automuseum Melle Geschichte auf Rädern ist schon irgendwie was Besonderes. Es ist wohl das einzige größere, in dem alle Fahrzeuge fahrbereit sind. Wir haben immer zwischen 250 und 350 verschiedene Fahrzeuge hier. Wir sprechen Leute an, die interessante Fahrzeuge haben, da gibt es viele, und sagen denen, ihr könntet doch eigentlich mal was tun für andere. Stellt sie ins Museum, wir nehmen das gerne. Und ihr müsst versprechen, nach spätestens einem halben Jahr holt ihr die Sachen wieder raus. Als Besucher hat man natürlich was davon, man sieht jedes Mal wieder was Neues. Aber vielleicht noch wichtiger ist die wunderschöne Landschaft, die wir hier haben. Ja, wir befinden uns am Rathaus. Dieses Rathaus ist 100 Jahre alt. Es gab davor, so glauben wir zumindest, vier weitere Rathäuser. Auf dem Rathaus befindet sich ein Glockenspiel. Das ist kurz nach dem Ersten Weltkrieg eingeweiht worden, ist jetzt vor kurzem erneuert worden und spielt wieder wie früher. Heiner Lange, bin Präsident des Schützenvereins Kersenburg-Hünkdorf. Ich begrüße Sie hiermit zu unserem diesjährigen Schützenfest. Es beginnt am Freitag mit einem ökumenischen Gottesdienst und dem Heimatabend, bei dem immer über 500 Besucher anwesend sind. Samstag ist der große Tanzabend mit großer Party mit einer Spitzenband. Am Sonntag der große Festumzug mit befreundeten Vereinen von nah und fern.
Montagmorgen das traditionelle Schützengericht im Zelt, wo leichte Vergehen durch leichte Geldstrafen für einen guten Zweck behandelt werden. Mittags beginnt dann das Königsschießen und gegen 13 Uhr steht in der Regel der neue König fest. Dann mit einer großen Königspolonaise und einem großen Festball ausklingt. Herzlich zur Eröffnung des Meller Herbstfestes 2011 hier auf unserem wunderschönen Marktplatz. Heute Abend geht es hier nochmal richtig ab auf dem Marktplatz und ich würde mich freuen, wenn ich auch von Ihnen ganz viele hier heute Abend begrüßen darf. Herzlichen Dank. Ja, lieber Michael Suttmüller, verehrte Gäste, meine Damen und Herren, als Bürgermeister dieser Stadt begrüße ich Sie natürlich auch hier heute Morgen bei schönstem Wetter auf dem Marktplatz, auf dem Rathausvorplatz hier zur Eröffnung des Herbstfestes. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich nochmal ausdrücklich zu bedanken. Und damit wäre das Meller Herbstfest offiziell eröffnet. Vielen Dank für Ihr freundliches Zuhören. Ja, wir haben diesmal zum ersten Mal auf dem Herbstfest versucht, Organisationen, Verbände, Vereine zusammenzukriegen, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern, weil wir das Thema Armut unter Kindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit präsent machen wollen und darauf aufmerksam machen wollen, dass auch bei uns in Melle Armut nicht ganz weg ist, sondern auch vorhanden ist. Aus diesem Grund haben wir eben die Vereine eingeladen, sich zu beteiligen, darzustellen, was erleben sie, wie erleben sie Armut unter Kindern und Jugendlichen und was tun sie auch dagegen. Jahre Sparkasse, was mühsam begann, hat sich zu einem wirklich kerngesunden Unternehmen entwickelt. Die alte Dame Sparkasse ist heute stärker denn je. Wir haben in Melle einen sehr, sehr hohen Marktanteil. Das ärgert natürlich unsere Wettbewerber und die wollen daran knabbern. Das werden wir mit allen Mitteln zu verhindern wissen. Das spornt uns an, jeden Tag frisch zu bleiben, uns neu aufzustellen. Wir haben eine der niedrigsten Kostenquoten für Sparkassen in Niedersachsen überhaupt. Das alles kommt natürlich dem Kunden zugute und letztlich macht es natürlich auch Spaß, sich da dem Wettbewerb zu stellen. Das funktioniert gut. Wir haben Zuwächse in allen Bereichen des Geschäftes, bei den Geschäftsstellen, im Firmenkundenbereich. Wir haben eine ausgezeichnete Vermögensbetreuung mit einer eigenen Vermögensverwaltung. Und das Immobilienzentrum läuft vor Arbeit über. Dort haben wir nur durch zusätzliches Personal die Anträge abarbeiten können.
Wir haben viele Glückwünsche bekommen zu diesem Jubiläum und immer wieder wurde auch gesagt, ihr könnt stolz sein auf das, was ihr erreicht habt. Nur was ist es eigentlich genau, was die Sparkasse ausmacht? Sind es die schönen Gebäude, die Produkte oder die funktionierende Technik? Das ist alles, ist natürlich wichtig und fast selbstverständlich. Aus meiner Sicht sind es die Menschen, die uns nach vorne bringen. Zum einen unsere Kunden, die uns ihr Vertrauen geben. Dieses Vertrauen gibt es nicht geschenkt, sondern muss jeden Tag neu erarbeitet werden. Und es sind die Menschen, die in diesem Haus arbeiten, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dieses Vertrauen jeden Tag aufs Neue rechtfertigen. Und so möchte ich beiden Gruppen sehr herzlich danken, unseren Kunden für teilweise jahrzehntelanges Vertrauen, für jahrzehntelange Geschäftsverbindungen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr hervorragendes Engagement. Wir haben uns für 2011, für das Jubiläumsjahr, viele Besonderheiten ausgedacht. Ging los mit einem Sektempfang für unsere Kunden, Anfang des Jahres gleich. Und die Marketingabteilung hat sich viel Mühe gemacht. Wir haben jede Menge Fachvorträge, wir haben Sonderveranstaltungen. Wir haben für die Kinder Detlef D. Soest hier gehabt, einen Dance-Workshop. Am 16. Mai 2011 hatten wir unseren offiziellen Festakt zum Jubiläum. Wir haben viele Gäste eingeladen, die auch fast alle gekommen sind. Das ehrt uns natürlich sehr. Der Empfang war zunächst im Foyer und wurde untermalt dann von einer schottischen Kapelle. Warum schottische Musik? Die Sparkasse wurde 1836 gegründet. Die Gründungsurkunde wurde unterzeichnet von der großbritannisch-hannoverschen Landdrostei. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass unser Festredner seine Wurzeln zur Hälfte in Schottland hat. Zum dritten hat die Sparkasse in Melle eine starke Präsenz und das kann man auch ruhig mal hören. Und das vierte ist, dass wir die Musik einfach nur gut finden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, Ihnen allen ein herzliches Willkommen, auch im Namen meines Kollegen Josef Theissing und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreissparkasse Melle zu diesem Festakt zum 175-jährigen Jubiläum. Als Redner sind der Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen, Thomas Mang, aufgetreten, der zu aktuellen kapitalwirtschaftlichen und kreditwirtschaftlichen Themen Stellung bezogen hat. Sparkassen stehen heutzutage, wie eigentlich immer, aber heutzutage besonders hoch im Kurs. Und das hat viele Gründe, meine Damen und Herren. Einer der Gründe ist, dass die Sparkassen ein bisschen Ankerpunkt im Meer der Globalisierung sind. Landrat Hugo hat aus Sicht des Trägers die Idee der Sparkassen dargestellt. Der Vorsitzende unseres Verwaltungsrates, Herr Falke, hat aus Sicht des Aufsichtsgremiums die Sparkasse mehr gelobt, als ich mir das natürlich gewünscht hätte. Aber ich freue mich natürlich darüber. Ja, und zum Schluss ist dann der Ehrengast des heutigen Abends, der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, Herr David McAllister, aufgetreten. Im Namen der niedersächsischen Landesregierung gratuliere ich der Kreissparkasse Melle sehr herzlich zum 175-jährigen Jubiläum. 175 Jahre, das bedeutet 175 Jahre Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Sicherheit. Und diese drei Prinzipien sind ja auch Grundlage für eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte. Ich finde, diese Sparkasse Melle ist kundennah und mit einem breiten Dienstleistungs- und Produktionsspektrum genau für diese Kunden auch da. Entscheidungen werden halt hier in Melle vor Ort getroffen und nicht in der Anonymität weit entfernt liegender zentraler Dienststellen. Wir freuen uns, dass wir sehr viele prominente Gäste hatten, vom Bundestagsabgeordneten über unseren Landtagsabgeordneten. Viele Gäste aus der Sparkassenszene und der Verbundpartner waren vor Ort. Die Präsidentin des Unternehmerverbandes, Unternehmerinnenverbandes, muss ich sagen, Frau Petra Lüdendecker war da. Eine illustre Schar von Leuten, die natürlich die Bedeutung der Sparkasse hier in Melle unterstreicht. Es ging auch relativ lange. Ich glaube, der nächste Tag war schon angebrochen, als wir dann zu Hause waren. Das zeigt natürlich auch, dass dieses gesellschaftliche Event für Melle durchaus einen wichtigen Standpunkt eingenommen hat.
bin der Meinung, dass Besitz und wirtschaftlicher Erfolg auch dazu verpflichten, etwas für die Gesellschaft zu tun. Und wir wollten unser Jubiläum nicht nur feiern, sondern uns war auch klar, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern etwas Besonderes schenken wollten. Die Marketingabteilung hat sich über das gesamte Jahr verteilt, viele tolle Sachen ausgedacht, Produkt-Highlights und besondere Veranstaltungen. Wir hatten mit Bullriding und Trampolinspringen und Seilspringen und einem Seifenkistenrennen, einen Riesenkicker, viele Dinge am Start, die allen Leuten ganz viel Spaß gemacht haben und die untere Mühlstraße, die deutlich beliebt hat. Dauerhaftes hinterlassen. Und da kam die Idee von Herrn Bäumer mit der Mühle wieder ins Spiel, die an die Mellermühle erinnern soll, die ja über 400 Jahre hier an diesem Standort gestanden hat. Ja, zur Einladung hatten wir viele Ehrengäste, neben den Landtagsabgeordneten und den Ortsbürgermeistern, hat natürlich auch unser Bürgermeister Dr. André Melkinger das Grußwort der Stadt übermittelt. Wir sind eine Kreissparkasse, deswegen haben wir die Möglichkeit genutzt, die 8 Speichen des Rades mit den 8 Stadtteilnamen zu versehen. Das soll natürlich nochmal die Verbundenheit aller Stadtteile mit unserem Unternehmen zum Ausdruck bringen. Ich bedanke mich sehr bei allen beteiligten Firmen, insbesondere aber auch bei dem Erschaffer unserer Bronzeskulptur, unseres Bronzemüllers, mit seiner Katze. Der Künstler, Herr Fischer-Bessin, hat mit seinem Werk diesem Platz eine ganz besonders persönliche Note. Ich möchte Sie alle sehr herzlich ganz kurz nur begrüßen zu diesem heutigen Abend. Yeah.
ich bin Klaus Flint. Wir sind hier auf dem Gelände der Firma KH Systemmöbel in Mellebruchmühlen, die uns freundlicherweise dieses Gelände wieder als Rallye-Zentrum für die Rallye Grönegau zur Verfügung gestellt hat. Wir sind heute auf der vierten Veranstaltung mit einem Rekordstarterfeld von mehr als 110 Autos. Angefangen sind wir vor 3 Jahren mit 29 Autos, haben uns dann über 36 und 67 jetzt auf über 110 Autos gesteigert. Am Start sind über 30 holländische Teams, über 40 Retro-Automobile aus dem Jahrgang 1958 bis 1991, die besonders für die Zuschauer interessant sind. Am Start haben wir in diesem Jahr Walter Grohmöller mit einem neu aufgebauten Opel Ascona 400. Das ist der Sieger der Veranstaltung von 2009. Und als Hauptattraktion mit für die Zuschauer ist Jan Nijhoff am Start, ehemaliger zweimaliger holländischer niederländischer Rallye-Meister. Mein Name ist Carsten Kröger, ich bin der Sportleiter der Rallye Grönegau. Zum Ablauf ist es sozusagen, dass die Teilnehmer sich hier auf dem Rallye-Zentrum der Firma KH Systemmöbel versammeln, aufstellen. Und in Minutenabständen wird sich dann ab 12.30 Uhr zu den einzelnen Wertungsprüfungen in Benjen, Heul und Schwenningdorf begeben. Diese Überführungsetappen zu den eigentlichen Wertungsprüfungen finden ganz regulär im normalen Straßenverkehr statt. Und an den Prüfungen selber wird dann offiziell in den Rennbetrieb übergegangen. Thank you.
glücklich, dass wir heute unseren schönen Kurpark neu eröffnen können. Wir haben viele Jahre geplant und wir haben auch längere Zeit umgesetzt. Ja, also die Idee zu diesem Park, die entstand vor einigen Jahren schon. Sehr intensiv daran gearbeitet hat unser damaliger Bürgermeister Josef Stock. Der hat die Ideen des Ortsrates, diesen Park, ich sag mal, neu zu entwickeln, neu zu überdenken. Das hat Josef Stock mit sehr viel Elan vorangebracht. Der Spielplatz ist so, dass er auch die Kinder einlädt. Wenn man so im Laufe der Wochen durch den Park geht, dann sieht man, dass ganz viele Kinder diesen Park nutzen, dass sie sich freuen. Und dieser Park ist vielleicht auch im Vergleich zum Grünbergpark eher der ruhigere Park, in dem man mal sitzen kann und einfach mal auf die Else schauen kann und ein bisschen zur Ruhe kommen kann und sich dann etwas ins Gewimmel stürzen kann wieder. Besonderen Tag für die Stadt Melle, für den Bahnhof Melle, für alle Reisenden, für alle Gäste der Stadt Melle, für die Deutsche Bahn und last but not least, fast am wichtigsten, für alle mobilitätseingeschränkten Menschen, die seit heute oder ab heute die Möglichkeit haben, den Bahnhof Melle barrierefrei, den Bahnsteig und den ankommenden barrierefrei die Stadt Osnabrück mit Aufzügen besuchen zu können. 2006 waren die ersten Überlegungen hier mit den Aufzügen, Sie haben es gerade gesagt. Da gab es verschiedene Schwierigkeiten, die man dabei lösen musste. Denn nach 2006 hatten wir ganz andere Probleme. Da möchte ich nur noch mal kurz daran erinnern. 2007 stand dieses Gebäude im Fokus der Öffentlichkeit. Da wollte die NPD hier noch ein Schulungszentrum einrichten. Und plötzlich entstand eine ganz besondere, dramatische Situation mit Herausforderungen. Und was sich aus so einer Situation entwickeln kann, was lange währt, wird endlich gut. Das sehen wir jetzt heute in einem wesentlichen Zwischenschritt. Man kann erkennen, es wird mehr und mehr, es ist schon eine tolle Visitenkarte, aber es wird mehr und mehr, denke ich, eine sehr große Visitenkarte werden. Ein tolles Eingangstor zur Stadt.
feiern. Ich freue mich sehr, dass ich Ricklingen an diesem herrlichen Sonntag, den Geburtstag, den 150. Geburtstag dieser Kirche feiern kann. Nach dem von Bischof Bode abgehaltenen Gottesdienst im Rahmen des 150-jährigen Bestehens des Grönberger Doms in Wellingholzhausen trafen sich die Besucher zu Gesprächen auf dem Kirchplatz. In der Kirche war es den Gästen währenddessen möglich, die Kirchausstellung zu betrachten und einige Worte mit dem Pfarrer zu wechseln. Der Wilhelm Friedemann Gedächtnispreis wird jährlich an Personen verliehen, die sich um den Gebrauch der plattdeutschen Sprache verdient gemacht haben. Zu Gast sind wir grundsätzlich in der Cafeteria der beschützenden Werkstätten der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück, die uns hier einen entsprechenden Rahmen für die Verleihung dieses Preises geben. Die Holter Burglache, eine Sängervereinigung aus dem Bissendorfer Raum, singt plattdeutsche Lieder. Ich freue mich, die Laudatio auf Elisabeth Benner halten zu können. Das Ganze wird umrahmt, wie gesagt, von den Liedern und weiteren plattdeutschen Beiträgen, die vom Plattfoss dargeboten werden. Auf dem Friedenhof in Liebenkirchen am 5. April 1807. Weg kommt Brötter und doppelt so Spruch aus der händigen Pinsel, dachte er uns. Hey, hört denn vor einem Lücken Spitzbuch, der mir über den Finger passen lassen. Öller aus der Ecken und in Kurve wird in Dorn im Birnbaum die Kronen über Husen, Aulen, Huses steilen Wirbel. Der Heimat- und Osnabrücker Land und der Kreis Heimat zu Fersenbrück, vertreten durch Herrn Mayer, verleihen den diesjährigen Wilhelm Friedemann Gedächtnispreis an Frau Elisabeth Benne, Bad Rothenfels. Besten Dank, Frau Olle. Und ich muss sagen, gut, dass ich am 30. Januar nicht wie die Vorstandssitzung will, denn ich kriege dann das leider Bescheid, weil ich noch kein Internet habe. Schön persönlich. Und das fand ich super cool. Dankeschön. Ja, liebe Gäste, ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer Kanzleieinweihung heute hier in der Bahnhofstraße 12 begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind, dass wir doch den Platz gefunden haben hier. Ich habe mir mit dem Erwerb dieser Immobilie hier in der Bahnhofstraße einen Lebenstraum erfüllt, nämlich einmal zu wirken, beruflich zu wirken in eigenen vier Wänden. An Ihre Mitarbeiter, liebe Mandanten, vielen herzlichen Dank. Wenn Sie nicht wären, wäre das alles hier nicht möglich. Dankeschön. Lieber Meinhard, ich gratuliere dir und euch natürlich recht herzlich zur Einweihung dieser neuen Kanzleiräumlichkeit, zu dem Mut, zu der Entschlossenheit, für diese Entscheidung, zur Bekenntnis für diesen Standort. Ich danke mich dafür und wünsche uns eine schöne Partnerschaft für die Zukunft und vor allen Dingen der Kanzlei eine erfolgreiche Zukunft. Alles Gute. Sehr geehrte Gastgeber, lieber Herr Dr. Rodel, ich möchte Dankeschön sagen dafür, dass ich heute Abend dabei bin. Ich denke, das sage ich im Namen aller. Sie haben wunderbare Praxisräume heute eröffnet. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke, danke.
herzlich willkommen bei Ihrem Raumausstatter Pott. Unser hochmotiviertes Team freut sich auf Sie. Wir beraten Sie gern und beantworten Ihre Fragen rund um das Thema Raumgestaltung, Farb- und Materialauswahl, Bodenbeläge, Polsterartikel und Malerarbeiten. Sprechen Sie uns an! Auf Wunsch besuchen wir Sie vor Ort und besprechen Ihr Vorhaben. Raumausstatter Pott. Wir finden die ideale Lösung. Pflasterarbeiten, Gartengestaltung, Hochbau, Bausanierungen. Frank Müller und sein engagiertes Team hilft Ihnen weiter. Benötigen Sie Holz, um warm durch den Winter zu kommen? Kein Problem. Auch größere Arbeiten sind für uns eine Kleinigkeit und werden termin- und fachgerecht erledigt. Wir kennen uns bestens aus und haben jedes Werkzeug zur Hand. Frank Müller, der macht das. Herzlich willkommen im Forum Mosaik, das Forum für musisch-ästhetische Erziehung. Viele engagierte Pädagoginnen und Musiker haben es sich hier zur Aufgabe gemacht, die musische Erziehung für die Entwicklung der Kinder zu nutzen. Unser Team hält ein vielseitiges Programm für Sie bereit, denn in jedem Menschen sind Klänge, Musik und Rhythmen tief verwurzelt. Was ist eigentlich das Besondere an Musik? Klar, sie macht Spaß. Aber Musik kann mehr. Sie ist Schwerstarbeit fürs Gehirn und vor allem, wenn man ein Instrument spielt. Wir freuen uns auf Sie. Der Ludwigsee im Herzen des Grönegau. Hier finden Sie Erholung für Körper und Geist vor herrlicher Naturkulisse. Neben Stellplätzen für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile bieten wir Ihnen ein Service- und Freizeitangebot, das kaum Wünsche offen lässt. Genießen Sie eine stressfreie Zeit. Der Ludwigsee, ein Freizeiterlebnis der natürlichen Art. Ja, herzlich willkommen in unserer Kanzlei hier in Melle. Unsere Partnerschaftsgesellschaft Dr. Rudel Schäfer und Partner bietet Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung unter einem Dach an. Wir sind insgesamt an 4 Standorten unterwegs, in Melle, Osnabrück, Greifswald und Bautzen, beschäftigen in der Unternehmensgruppe ca. 70 Mitarbeiter. Wir sind zu der Auffassung gelangt, dass eine qualifizierte Beratung heute nur noch dann möglich ist, wenn wir sowohl Steuerberatung als auch Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung anbieten können. Zimmerei Kaller, das heißt Meisterqualität nach Maß. In unserem Leistungsumfang sind unter anderem Zimmerarbeiten, Fachwerksanierung, Holzrahmenbau, Carports, Balkone oder Wintergärten enthalten. Sparen Sie mit uns Energiekosten. Wir bieten Ihnen auf Sie zugeschnittene Solar- und Photovoltaikanlagen an. Speziell ausgebildete Mitarbeiter beraten Sie gerne und übernehmen die Planung sowie die Montage Ihrer Anlage. Natürlich immer nach Absprache mit Ihnen. Zimmerei Kaller. Qualität, die überzeugt.